Ich für meinen Teil sehe die Gefahren bei der Fortsetzung dieses Kurses als so riesengroß an, dass ich die Gefahren, die entstehen bei einem Zerbrechen des Euro, für kleiner halte. Das muss ich ganz deutlich sagen. Bevor wir unser Vermögen verspielen durch die Fortsetzung dieses Prozesses, sollten wir lieber den Euro aufgeben. Ich sage das mit großem Bedauern, denn ich will ihn nicht aufgeben. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will den Euro erhalten. Ich war immer für den Euro. Ich halte es auch falsch, ihn zu trennen in Nord- und Südeuro. Aber wir müssen auch nicht zu viel Angst haben vor dieser Konsequenz, denn wenn wir da zu viel Angst haben, müssen wir alles bezahlen, was die anderen wollen. Ja, ich glaube, eine etwas härtere Gangart in Europa wäre nützlich, und ich würde unter keinen Umständen jetzt die Erhöhung der Mittel des EFSF oder ESM, die ja jetzt noch im Frühjahr beschlossen werden soll, akzeptieren. Das bereiten wir ja jetzt schon vor. Das soll in zwei Wellen gehen. Jetzt wird erstmal der ESM gemacht, also der Luxemburger Fonds wird zu einer Dauereinrichtung, und wenn das dann durch ist, kommt im zweiten Schritt die Erhöhung. Nicht immer so scheibchenweise. Ich würde mich sträuben, und das ist, ich finde, das kann Deutschland machen. Das sind schon genug Mittel, die wir zur Verfügung gestellt haben. Und wenn dann dabei herauskommt, ich sage es auch in aller Deutlichkeit, dass die fehlende Hilfe für manche Südländer bedeutet, dass sie im Euro nicht mehr zurechtkommen und es dann aus eigenem Entschluss vorziehen, rauszugehen, ja, dann ist es eben so. Das ist auch noch besser, als in ein System einer Transferunion einzugehen, wo wir und unsere Kindeskinder auf Ewigkeit einen Finanzausgleich haben werden, wie in Deutschland. Das geht doch nicht. Ich meine, das wollen die Südländer. Die wollen, ihr habt den Finanzausgleich mit Bremen und den neuen Bundesländern, das wollen wir jetzt auch. Das geht aber nicht. Das geht deswegen nicht, weil wir in der Eurozone 40% der Menschen in den Krisenländern haben. Und 60% zu den noch stärkeren Ländern gehören, wobei ja fraglich ist, ob Frankreich überhaupt noch zu den starken Ländern gehört. Das ist ja nicht vergleichbar mit der Deutschen Vereinigung, wo 80% des Westens 20% im Osten finanzierten. Sondern es ist eine ganz andere Größenordnung, das stehen wir doch gar nicht durch. Zumal die Lasten, die die Westdeutschen haben, für die Ostdeutschen ja weitergehen. Wir zahlen jedes Jahr über die öffentlichen Kassen netto 75 Milliarden von Westdeutschland nach Ostdeutschland immer noch. Nicht? Das können wir nicht auf europäischer Ebene machen. Dann sind wir tot. Das kriegen wir nie hin. Das ist auch nicht gut für Europa. Es wird dann ein Europa, das zu dauerhaftem Siechtum verdammt ist, das überhaupt nicht mehr wächst. Nicht, warum sind wir denn so schlecht gewachsen die letzten 10 Jahre in Europa? Erinnern Sie sich noch an die Lisbon Agenda? Da hieß es, jetzt kommt das Jahrzehnt Europas. Wir werden die am dynamischsten wachsende Region der Welt sein. Hieß es, 2000. Und was waren wir in den letzten 10 Jahren? Die am langsamsten wachsende Region der ganzen Welt. Warum sind wir so langsam gewachsen? Weil das Kapital verbrannt wurde in Ländern, wo es gar keine Produktivität hat. Und das ist das Ergebnis des Euro. Wenn wir jetzt korrigieren, indem das Kapital wieder in Deutschland investiert wird, dann wird da wenigstens Wachstum für Europa draus. Aber wenn wir das korrigieren, wieder zurückkehren in diese Vorkrisenzeit, dann bleibt das Wachstum ewig niedrig in Europa. Das ist nicht eine sinnvolle Strategie und für Deutschland sowieso nicht, weil das, was die Südländer dann mehr wachsen, wenn wir unser Kapital wieder dahin schieben, ist gar nicht genug, um das Minderwachstum in Deutschland zu kompensieren, sodass per Saldo nichts herauskommt für Europa. Das ist aus ökonomischer Sicht, tut mir leid, es sind ziemlich klare Zusammenhänge. Und wenn man sieht, welche gewaltige historische Dimension das alles hat, glaube ich, sollte man sich einen Ruck geben und jetzt mal eine andere Strategie wählen, eine grundsätzlich andere Strategie, und sich nicht bange machen lassen durch die Aussage, die Welt geht unter, wenn da das ein oder andere Land aus dem Euro austritt. Die Welt wird nicht untergehen und Europa wird auch nicht untergehen. Glaube ich nicht. Das sind Aussagen, die von der Wall Street finanziert und erzeugt werden,
um eben ihre Vermögensportfolios zu retten. Es sind für 3.500 Milliarden toxische Staatspapiere aus den heutigen Krisenländern vorhanden. Die sitzen in irgendwelchen Portfolios. Und es geht nur darum, jetzt eine Bad Bank zu schaffen, der man diesen Schrott verkaufen kann. Das ist das Ganze. Und die ganzen Argumente dienen dazu, die Deutschen zu gewinnen, selber Bad Bank zu spielen und das zu finanzieren. Das ist nicht in unserem Interesse, was wir machen.